Willkommen zum nächsten Teil digitale Signalverarbeitung auf FPGAs. Heute geht es um Digital-Analog-Wandlung, das heißt die praktische Anwendung von dem, was wir uns im letzten Abschnitt angeguckt haben. Im Gegensatz zur Analog-Digital-Wandlung werden wir gleich sehen, dass bei der Digital-Analog-Wandlung es nicht ganz so einfach ist, ideale Verhältnisse herzustellen. Unser Ziel ist ja eine zeitdiskrete Folge, die aus der digitalen Signalverarbeitung kommt, in ein dazu möglichst äquivalentes analoges Signal umzusetzen. Und was man jetzt als Nachrichtentechniker, als Theoretiker machen würde, zu sagen, ach, ich habe eine digitale Dirac-Schar, so zeitdiskrete Dirac-Schar, und die wandle ich jetzt einfach mal um in eine analoge Dirac-Schar. Das kann man mit einem Klick bewerkstelligen und das Ganze nennen wir einen idealen DAC. Wenn man sich jetzt den Unterschied anguckt zwischen einer digitalen, einer zeitdiskreten Dirac-Schar und einer analogen Dirac-Schar, dann gibt es zwei fundamentale Unterschiede. Zum einen habe ich bei meiner zeitdiskreten Dirac-Schar hier wirklich gar nichts zwischen den Werten, weil meine zeitdiskrete Dirac-Schar ist quasi einfach nur eine Zahlenfolge und bei der Zahlenfolge 0, 1, 3, 5, 7 ist zwischen meinen einzelnen Werten auch nichts. Das ist halt wirklich nur definiert bei diesen diskreten Zeitpunkten. Der zweite Unterschied ist, dass ich diesen Wert hier ganz genau angucken kann. Im Computer zum Beispiel kann ich mir anschauen und sagen, der Abtastwert zum Zeitpunkt n gleich 4, der ist 357. Schauen wir uns an, wie es im Analogen aussieht. Da habe ich zum einen überall einen definierten Wert. Der ist zwar die meiste Zeit 0, aber das ist ein definierter Wert. An den Zeiten, wo es nicht 0 ist, sprich zu meinen Abtastzeitpunkten, da habe ich jetzt einen analogen Dirac-Stoß und das ist kein wirklich so einfach definierter Wert. Das ist eine sogenannte Distribution. Das heißt, ich komme an den Wert dran, indem ich hier drüber integriere. Dann stellt mir das Gewicht des Dirac-Stoßes den Wert des Integrals dar, den ich erhalten habe. Zu diesem Abtastzeitpunkt selbst ist der Wert unendlich hoch und der Dirac-Stoß ist auch unendlich schmal. Das heißt, da merkt man schnell, das ist was, das kann man analog gar nicht wirklich darstellen, das ist nur ein Modell meiner Abtastfolge. Das heißt, das Gewicht dieses Dirac-Stoßes entspricht jetzt dem Wert meiner zeitdiskreten Dirac-Folge. Das ist soweit noch ganz gut und ich kann das Signal auch anschließend filtern und glätten, aber wie gesagt, technisch ist das so nicht realisierbar. Bleiben wir trotzdem noch ein bisschen bei der idealen Welt. Wenn wir jetzt unser glatt gebügeltes Signal, unsere Wiederholspektren, die jetzt zu Images geworden sind, wenn wir die eliminieren wollen, dann kann ich sagen, gut, das ideale Abtastfilter ist so eine Rechteckfunktion. Das heißt, ich habe einen Durchlassbereich, der ist ideal 1 und genau bei f dividiert durch fs gleich 1/2 fällt meine Filtercharakteristik auf 0 und bleibt das dann bis in alle Ewigkeit. Dann schneide ich auf die Art genau mein Basisband heraus. Und die Impulsantwort eines solchen idealen Filters, die kenne ich auch. Das ist nämlich eine SI-Funktion. Die hat jetzt wieder zwei Probleme. Zum einen ist diese SI-Funktion nicht kausal. Die fängt schon bei Minus unendlich an, sich ganz langsam aufzuschaukeln. Und die braucht dann auch unendlich lange, bis sie wieder abgeklungen ist. Auch da sehen wir, das ist etwas, das ist als Modellvorstellung, so als goldener Standard, um unsere realen Filter damit zu vergleichen, ist das super. Aber wir brauchen nicht zu erwarten, dass wir das jetzt so in die Praxis umgesetzt bekommen. Als nächstes schauen wir uns mal an, was denn dann passiert und wie das aussieht, wenn ich jetzt meinen idealen, aber nicht realisierbaren DAC und mein ideales, aber nicht realisierbares Tiefpassfilter hintereinander schalte, ob ich dann eine Chance habe, auch ein ideal rekonstruiertes Signal wieder rauszubekommen. Das gestrichelte hier ist mein ursprüngliches Signal, bevor ich es ganz weit links, was hier nicht dargestellt ist, abgetastet habe.
Und diese Pfeile hier, die sollen jetzt die Dirac-Stöße, die analogen Dirac-Stöße am Ausgang meines idealen DAX sein. Und diese Dirac-Stöße beschreibe ich mit dem Gewicht XS von N, also meinem Abtastwert, und einem Dirac-Stoß, der mit dem Zeitpunkt jetzt meines abgetasteten Signals verschoben ist. Auf der habe ich hier eine unendliche Kette von analogen Dirac-Stößen. Und mein idealer Tiefpass, hatten wir gesagt, hat eine SI-Funktion als Impulsantwort. Und wenn ich jetzt diese Kette beschreiben will, ich beschreiben will, was kommt am Ende dieser Kette raus, dann muss ich das und das miteinander falten. Das heißt, ich muss die Impulsantwort meines Tiefpasses falten mit der Eingangssequenz, mit dem Eingangssignal meines Tiefpasses. Also falte ich diese Dirac-Sequenz mit meiner SI-Funktion. Und eine Faltung mit einem zeitverschobenen Dirac-Stoß pickt mir im Prinzip nur diese Impulsantwort heraus, verschiebt sie um den entsprechenden Zeitpunkt und gewichtet sie mit dem Gewicht des Dirac-Stoßes. Und das sehe ich hier. Ich habe hier ganz viele verschiedene SI-Funktionen verschiedener Höhe. Die Höhe entspricht jetzt dem Gewicht meines Dirac-Stoßes. Und die muss ich, so wie es hier steht, alle aufsummieren. Das ist die dicke blaue Kurve, die ich hier aufgemalt habe. Das ist die Summe meiner gewichteten und verschobenen SI-Funktionen. Und ich habe jetzt das nicht simuliert bis in alle Ewigkeit, sondern ich habe das nur mal simuliert von n gleich minus 3 bis plus 3. Da sehe ich, in der Mitte passt es recht gut und gegen Ende passt es dann immer schlechter, weil da die Beiträge von den früheren oder hier von den späteren SI-Funktionen fehlen. Aber das ist quasi jetzt mein goldenes Modell. Besser als das kann ich nicht mehr werden. Und warum das so ist, sehe ich jetzt zum Beispiel hier dran. Der große Vorteil meiner SI-Funktion ist, die ist immer bei den Abtastpunkten ist die 0, außer in der Mitte. Das heißt, da, wo mein eigentliches Gewicht dahinter steckt. Und das heißt, meine einzelnen Teilbeiträge, meine einzelnen Interpolationsfunktionen, die stören sich nicht gegenseitig bei den Abtastwerten. Zu jedem genauen Abtastwert wird der Summenwert nur von meiner jeweiligen SI-Funktion, von meiner jeweiligen Interpolationsfunktion bestimmt. Und die Zwischenwerte, die überlagern sich halt dann so, dass ich einen schönen glatten Verlauf bekomme. Den glattestmöglichen Verlauf kann man sogar dazu sagen, weil dieses Tiefpassfilter ja ideal ist, mit dem ich meine Sequenz filtere. Ja, schönes Vergleichsmodell. Aber wie gesagt, weder vom DAC noch vom Tiefpass her realisierbar. Schauen wir uns an, was in der Realität möglich ist. Das Problem bei meinem idealen DAC war ja, dass ich analoge Dirac-Stöße mit so einem vorgegebenen Gewicht technisch nicht realisieren kann. Was ich anstatt dessen machen kann, ist, ich kann zu meinen einzelnen zeitdiskreten Dirac-Stößen mir eine Treppenfunktion generieren. Das nennt sich Zero Order Hold. Das heißt, man kann es sich so vorstellen, ich gebe diesen Wert hier vor, als Spannung beispielsweise, und halte den so lange, bis ein neues Update kommt. Dann springe ich hoch und halte diesen Wert auch wieder. Und die Fläche dieser Stufe, kann ich jetzt sagen, entspricht meinem x von n. Klar, bei einem realen DAC werde ich immer irgendeinen Skalierungsfaktor da drin haben, weil das ist irgendein diskreter Zahlenwert. Und das hier ist irgendeine Spannung. Das heißt, es passt sowieso nicht 1 zu 1 zusammen. Vielleicht entspricht der Wert 357 3,57 Volt. Das wäre jetzt schön zu rechnen, aber in Wirklichkeit ist das eigentlich nie so. Da haben Sie immer irgendeinen anderen Skalierungsfaktor. Das sieht jetzt technisch realisierbar aus und in der Tat sind praktisch alle DACs so implementiert. Das heißt, die liefern am Ausgang so eine treppenförmige Funktion. Nachrichtentechnisch kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass ich zunächst meinen idealen DAC jetzt doch noch verborgen habe in meinem System. Den sieht man von außen zwar nicht, aber in meinem Modell steckt der trotzdem drin. Unser ideale DAC macht mir zunächst aus diesem
zeitdiskreten Dirac-Stoß, meinen analogen Dirac-Stoß, unendlich hoch, unendlich schmal. Und den falte ich jetzt in meinem Modell, sodass nichts davon an die physikalische Welt nach draußen dringt, mit einem Zero-Order-Hold-Glied. Wenn ich da einen Dirac-Stoß draufgebe, dann reagiert das mit dieser Ausgangssignal hier. Das heißt, das ist einfach ein Puls der Höhe 1 und der Länge TS. Und wenn mein analoger Dirac-Stoß jetzt ein anderes Gewicht hat als 1, dann ist meine Treppe dementsprechend ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger. Und diese Faltung mit dem Rechteckimpuls im Zeitbereich, die ich jetzt gerade durchgeführt habe, die ich Ihnen gerade demonstriert habe, das entspricht dem Frequenzbereich der Multiplikation mit einer SI-Funktion. Das heißt, das ist jetzt echt ein bisschen verwirrend bei diesen DA-Wandlern, dass man immer gucken muss, SI-Funktionen kommen ständig irgendwo vor, aber man muss sich genau anschauen, beschreibt mir das jetzt die Impulsantwort im Zeitbereich? Das haben wir nämlich gerade gehabt beim idealen Tiefpassfilter. Das hat einen rechteckförmigen Frequenzgang und dementsprechend eine SI-förmige Impulsantwort. Und hier bei unserem Zero-Order-Hold-Glied, das hat jetzt einen rechteckförmigen Impulsantwort und dementsprechend einen SI-förmigen Frequenzgang. Schauen wir uns den Frequenzgang des Zero-Order-Hold-Glieds nochmal genauer an. Wir sehen einmal SI-Funktion, wie nicht anders zu erwarten ist. Dann sehen wir hinten noch so eine Phasendrehung, eine lineare Phase, so ähnlich wie wir das von unseren linearphasigen Filtern kennen. Und hier kommt einfach daher, dass unser Rechteckimpuls jetzt nicht zentriert ist bei t gleich 0, sondern dass der kausal ist und damit um ts halbe verschoben ist. Und wenn man das einsetzt und ausrechnet, dann kommt halt diese lineare Phase heraus. Die interessiert uns jetzt nicht. Uns interessiert hier nur der Betragsgang. Der ist hier dargestellt. Sieht nicht ganz aus wie eine SI-Funktion. Das liegt aber nur daran, dass wir zum einen natürlich den Betragsgang hier dargestellt haben und den auch noch logarithmiert haben. Und danach würde so eine Funktion von ihrer eigenen Mutter nicht mehr wiedererkannt werden. Das ist unser gewünschter Frequenzgang der kompletten Kette aus DAC und aus Filter. Und da sehen wir, dass wir alleine mit diesem Zero-Order-Hold-DAC noch relativ weit weg davon entfernt sind. Das erste Problem ist, dass wir bereits minus 4 dB Abfall haben an der Kante bei 0,5 Fs und das auch schon ohne, dass wir jetzt noch einen Filter drüber gelegt haben. Das heißt, da müssen wir noch später was dran machen. Das zweite Problem ist, dass wir auf jeden Fall ein analoges Nachfilter brauchen. Das sieht man daran, dass hier die SI-Funktion noch auf minus 14 dB oder 20% wieder hochkommt. Klar, wir können von unserem DAC ja auch nicht alles erwarten. Der macht die DA-Wandlung und die Filterung auch noch vom DA-Wandler mit zu erwarten, das wäre jetzt ein bisschen viel verlangt. Schauen wir uns mal an, wie so ein komplettes DA-Wandlungssystem in unserer Signalverarbeitungskette aussieht. Ziel ist ja, dass wir einen möglichst flachen Frequenzgang bekommen von 0 bis fs halbe. Danach sollen alle Images unterdrückt werden. Unser DAC Zero Order Hold alleine hat diesen Betragsgang hier und flach bis 0, 0 bis fs halbe haben wir hier schon mal nicht, sondern wir haben Abfall von 4 dB an der Kante unseres Basisbands. Da kann man gegenwirken mit einem entsprechenden Filter in der digitalen Signalverarbeitung, die jetzt genau diese Anhebung zu den Bandkanten hin bewirkt. Zu fs halbe hin, soll es natürlich dann möglichst auf 0 runtergehen. Das reicht jetzt leider alleine noch nicht aus. Dann hätte ich zwar am Basisband eine perfekte Frequenzgang, aber danach habe ich ja immer noch hier diese, diese Images. Da hilft mir mein digitales Filter nicht die Bohne weiter, weil der Frequenzgang dieses digitalen Filters, den sehe ich ja beim gerade Bügeln jetzt meines Papiers, den sehe ich ja immer wiederholt und wiederholt und wiederholt.
Das heißt, da muss ich mir vorstellen, das Spektrum meines Basisbands wird wiederholt. Und dann, danach kommt der Duck mit Zero Order Hold, wird das Ganze nochmal gefaltet mit dem Rechteck, mit der Rechteckfunktion von meiner Zero Order Hold. Das heißt, der Frequenzgang fällt zwar langsam ab zu höheren Frequenzen, aber wir möchten, dass diese Images ein bisschen besser, ein bisschen schneller unterdrückt werden. Dafür brauche ich dieses Nachfilter. Das ist ein analoges Filter. Das setzt nach dem DAC an. Und das könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass das so aussieht. Das ist was, was in der Praxis jetzt nur sehr schwierig zu realisieren ist. Sie bräuchten ja im Prinzip ein sehr, sehr steiles Filter, damit Sie bei FS halbe auf nahezu 0 schon runter sind und damit die ganzen Images unterdrückt werden. Tatsächlich war es so bei den ersten CD-Playern, dass dieses analoge Rekonstruktionsfilter einen guten Teil der Gerätekosten ausgemacht hat, weil das, ich weiß nicht, 8er oder 10er Ordnung Filter war, aus sorgfältig abgeglichenen LC-Komponenten hergestellt, weil man es einfach zu der Zeit nicht anders konnte. Wir gucken uns an, was es heutzutage für bessere Möglichkeiten gibt, um nicht so eine extrem steilbandige Filterung am Ende unserer Signalverarbeitungskette haben zu müssen. Und das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Das ist wie beim Analog-Digital-Wandler. Auch da wird uns das Oversampling helfen, um die Anforderungen unserer analogen Filter zu reduzieren. Bevor wir zum Oversampling kommen, müssen wir uns aber erstmal anschauen, wie wir die Abtastrate erhöhen. Und das machen wir im nächsten Abschnitt, wo es um Interpolation geht. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen.